Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter, und zwar zur Folge 42. Es geht mal wieder um den oberen Bahnhof. Der obere Bahnhof hat mittlerweile einen Namen bekommen, und zwar heißt er Dobbingen. Das ist ein Name, den habe ich mir ausgedacht. Ich dachte mir, das ist ein Steampunk-würdiger Name, ist jetzt nicht zu übertrieben. Ich wollte es ja nicht Gossem nennen. Nein, wie heißt Dobbingen, und ich habe jetzt den Bahnhof endlich oben fertiggestellt. Ich werde euch mal zeigen, ich hoffe, wir kriegen das hier ein bisschen rüber. Und zwar ist er hier. Viele werden den kennen von euch als andere Variante, als ich ihn jetzt hier habe. Habe ich den Karton gerade noch hier? Ja, guck mal. Davon sind das die Bahnsteige. Hier mal kurz das gute Stück nochmal hier abstellen. Und ja, hier sehen wir es. So sieht er eigentlich aus, so wie ich ihn da hier mir gekauft hatte. Damals habe ich es noch gekauft, da konnte ich ja noch nicht 3D drucken, was aber auch völlig in Ordnung ist, weil es ist ein schöner Bahnhof. Aber er entspricht leider nicht meinen Anforderungen, die ich an einen Steampunk stelle. Wollte ihn aber verwenden, man muss es ja auch nicht sinnlos kaufen, und ich habe ihn entsprechend mir vorgenommen, habe viele Sachen dazu gedruckt, die man wahrscheinlich nur sehen wird, wenn man weiß, dass sie da sind. Das ist so ähnlich wie mit dem Tunnelportallicht, was wir ja in einer der letzten Folgen schon gemacht haben oder ich gemacht habe und euch gezeigt habe. Und ja, ich wollte euch mal vorstellen, ich werde mit Sicherheit noch Detailaufnahmen dazu bringen. Ich habe ihn aber erstmal jetzt hier soweit fertig. Ich muss mal ein bisschen Obacht geben, hier hängt nämlich ein Kabel, hier hängen zwei Kabel unten dran, hier so. Und damit habe ich guck mal wieder nach unten auf meinem Monitor, und da habe ich natürlich unten entsprechend die Beleuchtung angeschlossen und auch die Kioskbeleuchtung, die hier drin ist. Das zeige ich euch aber, wenn es soweit ist, natürlich hinten im eingebauten Zustand. Das mache ich jetzt hier so Freiflug nicht mit drauf. Und ich habe den aufgepimpt. Man sieht es hier oben so ein bisschen. Ich habe, sieht man blöd. Ich glaube, ich muss das mal so machen. Man muss mich das an die Seite stellen. Warte mal, ich gehe mal bis jetzt zur Seite. So sehen wir das vielleicht ein bisschen besser. Ich habe den aufgepimpt. Das heißt, der hat ja überall so ein Schnirkelwerk ranbekommen. Schnirkel. Ich nenne das Schnirkel. Nennt man das Schnirkel? Ich weiß es nicht. Habe den jetzt im inneren Bereich. Man sieht es hier oben. Habe ich ihn noch Verzierungen reingemacht, so dass wir das glatte Aussehen dieses Bahnhofs vom Originalzustand gar nicht mehr drin haben. Dann habe ich natürlich auch weiter verändert. Die Schilder wurden anders angebracht. Ich habe ihn sehr, sehr, die Beleuchtung, kriegen wir es halbwegs hin, ja, so sehr, sehr siffig gemacht. Das heißt, er sieht wirklich verdreckt hier unten aus. Was ich noch nicht gemacht habe, also ich habe jetzt hier auch die Seiten, wie gesagt, das mache ich alles noch im Nahaufnahmen nachher noch mal rein. Da kommt noch so ein bisschen Moos mit dran, da kommt noch Grünes mit dran. Das mache ich aber, wenn es dann eingebaut wird. Wenn ich nämlich jetzt das eingebaut habe, dann kann es endlich mal an den Schotter da oben rangehen, beziehungsweise auch an die korrekte Anbringung meiner Halbgebäude. Jetzt hat mir fast das Wort noch gefehlt. Der Halbgebäude, dass die reinkommen, da habe ich ja hier unten das andere noch liegen. Der liegt ein bisschen lieblos hier unten drin rum. Moment, dieses hier. Die werden auch noch ein bisschen gepimpt. Das war ja erstmal nur so die ersten Versuche, die ich damals gestartet habe. Und ja, wie gesagt, ich werde es jetzt hinten anbringen. Und das werde ich euch zeigen, wie ich das mache. Und dann melde ich mich nach dem Video bei euch nochmal. Bis dahin wünsche ich viel Spaß und bis gleich.
Ja, damit haben wir das Ganze eingebaut. Der Bahnhof ist jetzt an seiner Stelle. Es war eine kurze Geschichte. Ich hatte euch ja mehr gezeigt, wie der Aufbau des Bahnhofs vonstatten ging und was ich da alles dran rumgewirbelt habe. Und 10 Tage hat es gedauert. Ich habe echt 10 Tage an diesem Bahnhof gewerkelt und gemacht. Natürlich inbegriffen
die sich versuchen, mit einem 3D-Drucker das irgendwo hinzubekommen, diese wirklich kleinen Teile da irgendwie möglichst sauber hinzubekommen. Und erforderlich sind sie mit Sicherheit nicht, aber ich finde es halt schön, es passt dazu, es soll ja irgendwann mal ein Gesamtbild ergeben. Und die nächsten Schritte werden jetzt sein, dass ich die Gittermasten euch noch zeigen werde. Das werde ich aber im nächsten Video machen, nächsten Freitag. Ich kann ja immer bloß leider kleine Schritte machen, weil innerhalb einer Woche kann man ja nicht so viele Baufortschritte bringen oder zeigen, wie man gerne hätte. Ist ja bloß eine Woche und es dauert halt alles irgendwo seine Zeit. Und auf jeden Fall machen sie gute Fortschritte. Auch da habe ich viel getan. Und die Idee dahinter ist nachher noch, dass ich die Gittermasten oder auch die Stromversorgung optisch so gerne haben möchte, als wenn das von der Fabrik, ich muss mal unten gucken, dass ich hier nicht sonst wohin zeige, von der Fabrik käme, als wenn da Strom von dort auskommt. Und das würde ich euch aber im nächsten Video mal noch zeigen. Dann danke ich auf jeden Fall, dass ihr oder du dabei warst. Oder wart. Ein bisschen blöd, Plural und Singular in einem Satz zu verwenden, aber ist egal. Und dann sage ich, mach schön gut, bis zur nächsten Folge. Dein Aquapainter aka Uli. Tschüss.